Guten Tag, Halilcem. Willkommen. Hallo Boris, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Vorstellen brauche ich mich jetzt erstmal nicht. Das mache ich gleich in dem Vortrag. Ich habe das gleich mal mit Ach, aufgezeichnet. super. Und dann diskutieren wir gleich über das Thema. Ich bin schon sehr gespannt, was uns zu erwarten ist hier über der JVM auf Kubernetes. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die JVM und Java in Containern und containerisierten Umgebungen. Mein Name ist Halil Cem Gürsoy. Ich bin Senior Solution Architect bei Opitz Consulting. Ich bin seit über 20 Jahren unterwegs in der Java-Welt, habe davor im wissenschaftlichen Umfeld sehr viel implementiert, insbesondere mit Pascal, aber auch so schöne Sachen wie Lisp oder Prolog gemacht. Die haben mir tatsächlich viel besser gefallen als C. Ja, ich fokussiere mich letztendlich die letzten 2 Jahrzehnte letztendlich auf große verteilte Enterprise-Systeme. Also wenn ich von groß spreche, also wirklich große, dicke Dinger. Und in dem Kontext halt alles, was mit Build, Deployment und Persistenz von solchen Systemen zu tun hat. Und dort halt so Stichworte wie DevOps, Infrastructure as Code, Automatisierung und solche. Und so etwas lässt sich halt nur vernünftig, meiner Meinung nach, inzwischen umsetzen, wenn man halt Containerisierung einsetzt. Und da habe ich deshalb auch schon eine relativ lange, ja, Docker-Reise hinter mich gebracht. Seit, erschreckender Weise, 2014 habe ich festgestellt, seit Docker 08 bin ich schon produktiv unterwegs mit Docker. Ja, große Build- und Testumgebung für sehr große agile Teams mit hunderten Entwicklern aufgesetzt, da halt meistens natürlich mit Java, zum Glück auch dort meistens mit Spring Boot, wenn ich Pech hatte, auch mit JEE-Servern in Containern. Macht wenig Spaß, aber man lernt sehr viel, insbesondere was diese Session auch angeht, hat man sehr viel gelernt, aber auch Datenbanken tatsächlich in Containern produktiv betrieben. Bisschen Vergangenheitsform, weil dort der Shift immer mehr in Richtung Managed-System in Cloud-Umgebung geht. Und dort natürlich halt so Sachen, die ich mache, Continuous Delivery dann halt auch mit Docker zum Beispiel umgesetzt. Da so diverse Tools sind dann zum Einsatz gekommen. Ja, in den letzten Jahren tatsächlich so der Shift zu Managed System, Managed Kubernetes in Cloud-Umgebung. Das ist jetzt aktuell State of the Art, wobei der Shift ja auch, muss man sagen, auch weg von Managed Kubernetes Richtung. Ich abstrahiere Kubernetes weg, so mehr Richtung Serverless, Kubeless sozusagen geht. Bevor ich jetzt aber in das Thema einsteige, worauf ihr hier denn so achten solltet, wenn ihr mit Docker, mit Java in Containern arbeitet, mit der JVM-Containern arbeitet, noch eine Bitte: Nutzt keine Latest Images. Latest ist böse. Und wenn ihr gegen meinen Rat verstößt, wird euch halt dieser kleine Kerl hier holen und in den Hades führen, wo ihr für ewig dafür schmoren werdet. Ich habe letzte Woche oder vor 2, 3 Wochen noch halt Stunden damit verbraten, irgendwie herauszukriegen, weshalb ein Deployment so komisch aussah, um dann festzustellen, dass da irgendeiner halt einen Helm-Chart hart gecodet ist. Latest reingeschrieben hat. Am besten gar nicht Latest bauen. Dann seid ihr safe. So, kommen wir zurück. Java, ja, und die JVM. Und da schauen wir uns jetzt mal an, ganz schnell, den Speicher und wie Java mit dem Speicher umgeht und was es mit dem Speicher auf sich hat, wenn wir mit Java arbeiten.
Dafür ein bisschen Hintergrundwissen notwendig. Da schauen wir uns den Linux Out of Memory Manager an, OOM Manager. Kleiner Einschub, vielleicht ist der eine oder andere von euch jetzt hier im Auditorium, die mit Windows-Containern arbeiten und Java in Windows-Containern arbeiten müssen. Kann ich jetzt leider nicht allzu viel dazu sagen, würde mich aber tatsächlich interessieren, wenn ihr da Erfahrungswerte habt, wie es sich dort verhält, worauf man dort achten muss, gerne mir Input geben. Würde ich ein Slide gerne mal einbauen in meinen Vorträgen. Der eine oder andere wird schon mal halt so eine Meldung in seinen Kernel-Logs gesehen haben. Out of Memory Killed Process, PID und Java dahinter. Kann daran liegen, dass jetzt halt in einer unkontrollierten Welt einfach der OOM-Killer gekommen ist und diesen Java-Prozess einfach weggeschossen hat, weil auf dem Host-System der Speicher ausging. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass ihr in einem containerisierten Umfeld so einer Meldung begegnet, weil der Java-Prozess in einem Container ist ja für den Kernel ja nichts anderes als halt auch irgendein anderer Prozess, der nur durch halt C-Groups und andere Sachen halt ein bisschen limitiert ist. Dieser OOM-Manager, von dem halt dann auch diese Meldung da oben kommt, ist dafür zuständig, wie das System damit umgehen soll, halt, wenn insgesamt auf dem Host Speicher ausgeht, ne, wenn im Gesamtsystem speichert knapp wird oder in einem Zielgroup-limitierten Prozess die definierten Grenzen überschritten werden. Das heißt, wenn ich einen Container starte, sage, der darf 1 GB Speicher nutzen und wenn der Prozess innerhalb dieses Containers probiert, mehr als 1 GB Speicher zu nutzen, was passiert dann? Schauen wir uns das mal an. Hintergrund halt, dieser Out-of-Memory-Manager ruft dann halt diese Out-of-Memory-Funktion dann auf. Beziehungsweise dies wird dann aufgerufen und das führt dann dazu, dass dieser Manager eine sogenannte Badness-Findung macht. Der sucht dann nach den Prozessen, die am besten geeignet wären, zu killen. Und es kann dann halt passieren, dass euer Java-Prozess dazugehört. Ne? Also Badness-Findung. Welcher Prozess ist so bad, dass er geeignet ist, gekillt zu werden? Ja, klingt schon ein bisschen politisch unkorrekt. Ne? Da müssen die Kernel-Entwickler ein bisschen was dran tun. Wie verhält es sich da mit dem Docker, mit Docker-Containern oder insgesamt mit Containern? Ja, bei Docker selbst kann ich halt hingehen und das bisschen steuern. Ich kann dann sagen, hey, lieber Kernel, beachte diesen Container gar nicht, wenn der Out-of-Memory-Manager zuschlägt, halt feststellt, dass der Speicher ausgeht. Kann man ganz ausschalten oder so einen Score mitgeben. Je niedriger dieser Score ist, umso besser ist es. Ne? 1000 ist, soweit ich weiß, Default und wenn man minus 1000 setzt, ist das halt auf einem Level wie halt Kernel-Prozesse selbst. Kann man machen, keine gute Idee, weil wenn halt der Speicher auf so einem System ausgeht, weil euer Java-Prozess allen Speicher schluckt, den es zur Verfügung gibt, dann könnt ihr ganz, so ein Gesamtsystem halt in die Knie zwingen. Und das ist halt ganz böse, wenn ihr nicht der einzige Container seid, der auf so einem System läuft, sondern halt euer Nachbarprojekt halt auf so einem großen Host-System auch noch mitläuft und ihr alles dann mitreißt. Ne? Also wie in den guten alten Zeiten, Anführungsstrichen, wo so auf einem JEE-Server halt von 10 Projekten die Ears mit deployed waren und wenn einer von denen Amok lief, dann gingen die anderen 9 dann auch den Bach runter. Das ist nicht so toll gewesen, ist es heute immer noch nicht, wenn man das halt, auch wenn man Container macht, halt nichts daraus gelernt hat. Und das Besondere ist auch, selbst wenn ihr halt gesagt habt, dieser Container darf zum Beispiel nur maximal 1 GB Speicher nutzen, habt aber gleichzeitig
so ein Kill-Disable-Flag gesetzt beim Container. Was passiert dann? Dann wird der Prozess erstmal nicht gekillt, sondern wird in diese Wait-Queue vom Out-of-Memory-Manager geschoben. Der wartet dann einfach, bis wieder Containable Memory zur Verfügung steht, also Speicher, den er allozieren darf oder insgesamt wieder Speicher zur Verfügung steht. Ja, der wird schlafen gelegt ein bisschen, aber die anderen Prozesse werden dafür gekillt. Nicht so toll. Kann man auch ganz global ausschalten. Letztendlich, wenn man zum Beispiel Überprovisionierung betreibt, Speicherüberprovisionierung auf so einem System, das greift letztendlich in diesen Out-of-Memory-Manager hinein. Muss man vorsichtig sein, das ist letztendlich wie bei Fluggesellschaften, die Buchungen überbuchen, Flüge überbuchen. Da habe ich oft genug auch selbst erlebt, wenn man zum Flughafen kommt, Montagmorgens um, wer weiß wie viel Uhr, den ersten Flug nach München nehmen wollen und dann heißt es, ja, tut uns leid, Herr Gürsoy, der Flug ist schon voll. Das ist halt üblich, weil so Gesellschaften damit rechnen, dass so und so viel Prozent der gebuchten Tickets dann doch noch am Ende storniert werden, kann aber manchmal schief gehen. Und es wird doch nicht so viel storniert. Und so ähnlich ist es halt beim Speicher. Wird zu sehr ins Detail gehen, wenn ich da jetzt weiter abtauchen würde. Es hat mit Reservierung, Speicherreservierung, Speicherallozierung, was ist tatsächlich dann da alloziert oder nicht zu tun. Ja, schauen wir uns halt mal die JVM an. Wie können wir denn dazu kommen, dass in so einem Container der Speicher weggeht, zu Ende geht, ausgeht, so das System jetzt außen vor gelassen. Wir werden später, wenn wir über Kubernetes sprechen, auch noch mal darauf zu sprechen kommen, auf das Gesamtsystem, auf so ein Node zu sprechen kommen. Aber jetzt, wenn wir das jetzt noch mal betrachten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass euch der Tod einholt. Unter anderem die glibc. Das ist die Standard-Bibliothek, C-Bibliothek, die auch von der JVM genutzt wird. Und da gibt es so eine schöne Methode, malloc, die reserviert sogenannte Memory Arenas, das sind 64 Megabyte Blöcke. Und die JVM nutzt das halt auch, um halt virtuellen Speicher zu adressieren, zu reservieren, unter anderem für Metabase, für Threads und so weiter. Und das ist eigentlich kein Problem. Fällt euch manchmal vielleicht auf, wenn ihr mit Top oder Hardtop reinguckt, dass da halt drin steht, halt, dass euer Speicher größer ist. Der Reserved Memory wesentlich größer ist, als ihr eigentlich so einem Java-Prozess zugesichert habt. Und das kann Problem so lange nicht, bis halt tatsächlich irgendwann mal irgendein Prozess oder JVM oder mit dem aus der JVM heraus dieses Memory Lock All aufgerufen wird, diese Funktion. Und dann werden diese Arenas tatsächlich realisiert, die werden halt tatsächlich alloziert. Und dann kann es dazu führen, dass dann die JVM tatsächlich viel, viel mehr Speicher alloziert, als zum Beispiel man mit XMI gegeben hat und erwarten würde. Gibt es diverse schöne Einträge in der JDK-Datenbank. Ich habe mal so einen mal rausgepickt. Ganz interessant, wie die Entwickler da auch miteinander diskutieren. Kann man so ein bisschen Einblick bekommen. Was da abgeht, ist ganz interessant. Wird aber auch verwendet halt, also da taucht es dann halt auch auf, dass zum Beispiel so Systeme wie Elasticsearch, zumindest das ist die Version, mit denen ich mal gearbeitet habe, oder Cassandra zum Beispiel, nutzen das, um Swap zu vermeiden, weil der Speicher, der halt auf diese Art und Weise alloziert wird, kann nicht geswappt werden. Und das ist eine der Möglichkeiten, die diese Systeme bieten, um so ein Swapping zu vermeiden, weil das ist halt eine Performance-Frage bei Elasticsearch, ne? Also wenn
Datensätze weggeswappt sind auf Festplatte, ist es ganz böse halt für so ein System, ist dann nicht mehr performant. Oder halt so Systeme wie Kafka Streams, wenn man eine Kafka Stream-Applikation hat, die startet eine RocksDB parallel dann zur JVM. Und die arbeitet mit der libc, glibc, und die nutzt genau diese Methoden dann, um auch Speicher zu reservieren und irgendwann auch tatsächlich zu allozieren. Da gibt es auch so schöne Einträge aus diesem Kontext in der RocksDB, GitHub, Issue-Datenbank, die ist seit wie vielen Jahren schon auf und immer wieder neue Einträge dazu drin. Never-Ending-Story, was das angeht. Was kann man machen? Man kann das etwas steuern. Man kann steuern, wie viel Arenas defaultmäßig pro Thread gestartet möglich sind. 8-mal die Anzahl der CPU-Kerne. Das ist zum Beispiel pro Java-Thread, was dann anfallen täte an Reservierungen erstmal. Ist aber nur reserviert, ist ja nicht tatsächlich allociert. Man kann aber diesen Wert, zum Beispiel ihr seid auf einem Host, was auch 8 Kerne hat, 8 mal 8, also 64 mal 64 Megabyte würden erstmal reserviert werden pro Thread. Klingt erstmal nicht viel, aber wenn ihr euch anschaut, wie viele Threads zum Beispiel so ein Kafka dann aufmacht oder ein anderes System, kann dann schon einiges zusammenkommen an Speicher, was reserviert ist. Und wenn dann etwas hingeht und sagt, so, jetzt alloziere ich diesen Speicher, dann ist es böse. Also wie gesagt, ich kann das steuern über diese Umgebungsvariable malloc arena max, kann ich hingehen und sagen, zum Beispiel, ich setze auf 2. Ich habe das durchgemessen mit dem Wert 2, habe ich keinen Performance-Impact bei diversen Applikationen gemerkt, gesehen. Es gibt Berichte, wo Leute sagen, halt, wenn wir das Ganze runterschrauben auf 1, dann gibt es halt auch bei einer nicht threadlastigen Applikation sofort einen Performance-Impact von 10-20%. Konnte ich jetzt nicht in der Größenordnung nachvollziehen, aber ich habe das auch gemerkt. Aber mit einem Parameter von 2 oder 4 zum Beispiel kann man das Ganze reduzieren und halt überschaubar halten. Es hat dann keinen Performance-Impact. Muss man aber trotzdem, sollte man das immer so mal austesten. Man kann auch hingehen, halt wenn man so ein System wie Elastic einsetzt oder Cassandra zum Beispiel, kann man halt auch auf andere Art und Weise das Swapping vermeiden. Man kann dem Linux dann sagen, bitte swap nichts. Ja? Viel einfacher, als wenn ich dem Programm sage, halt swap bitte nicht. Ne? Das ist dann halt auch eine Möglichkeit. Vorsicht halt, wenn ihr Kafka Streams einsetzt und der State Store wird über eine RocksDB gesteuert. Da solltet ihr vorsichtig sein. Halt, das könnt ihr dann halt auch mit dieser Umgebungsvariable steuern. Das zieht dann halt auch. Also das ist die Variable, die für, von der glibc ausgelesen wird und verwendet wird. Ich habe mal zwei Links hinterlegt zu dem Thema, was ihr euch mal gerne mal anschauen könnt. Machen wir mal weiter, vielfältige Wege, wie kriege ich meinen Speicher voll? Ja, der Klassiker ist aber immer noch auch Java Heap. Ne? Also ich kann meinen Java Heap betreiben, dass er dann halt out of memory geht oder dafür sorgt, dass halt der Container out of memory wird. Insbesondere dann halt, wenn ich eine alte JDK-Version zum Beispiel einsetze. Also hier im Beispiel starte ich einen Container, sage, du hast 256 Megabyte und wenn ich habe jetzt starte halt mit einer alten 1.8er Version und sehe dann plötzlich, der denkt, er hat 1 Gigabyte zur Verfügung, weil der in einer VM läuft gerade, also dieser Container läuft in der VM mit 1 Gigabyte Hauptspeicher. Das ist heute immer noch ein Thema, auch wenn jetzt die Tage die JDK 17 als LTS-Version rauskommt. Ich sehe heute immer noch genug
Projekte, genug Legacy-Software, die angewiesen ist, auf einer alten JDK zu laufen. 1.8 kriegt immer noch Backports, zum Glück. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man zumindest auf eine aktuelle 1.8er-Version updaten, weil dann sieht man dann zum Beispiel, wie hier in diesem Beispiel, dass dann halt bei der 222er zum Beispiel, dass dann richtig erkannt wird. Ne? Er sagt dann, okay, das sind 256 Megabyte im Container, ungefähr die Hälfte davon nehme ich dann halt als Maximalheap. Ab der Version 191 von der 8er JDK sind einige Backports reingekommen. Da gab es so einen Parameter Use Container Support, der ist defaultmäßig jetzt immer gesetzt. Also man kann es nutzen, um diesen Container Support zu disablen. Und es sind ein paar Parameter weggefallen. Diese RAM Fraction Parameter sind weggefallen. Stattdessen sind diese RAM Percentage Parameter dazugekommen. Ich habe mal die entsprechenden Issue-Tracker-Links da auch nochmal verlinkt, wo ihr auch so Details seht. Ist immer ganz interessant, wie so eine Diskussion da auch läuft bei den Entwicklern. Man kann auch sehen im Code halt, wie ganz genau mit diesen Percentages gearbeitet wird. Wichtig ist, default-mäßig ist Max RAM Percentage auf 25 gesetzt. Das heißt, der nimmt maximal 25% des zur Verfügung stehenden Speichers als Heap. Hier in diesem Beispiel nur knapp 250 Megabyte, dann in einem Gigabyte Speicher. Man kann dann aber auch hingehen und sagen, halt nutzt bitte mehr davon. Was ich euch damit sagen möchte, ist halt, ja, es gibt halt Möglichkeiten, jetzt in den neueren JDKs, wie ihr halt nicht mehr in diese klassischen Out-of-Memory-Exceptions deshalb reinkommt, weil halt euer Heap zu groß geworden ist, weil euer halt JDK oder JVM nicht erkannt hat, wie viel Speicher zur Verfügung steht. Wenn ihr alte, darauf angewiesen seid, alte JVM zu nutzen, achtet dann gezielt darauf, senkt im Notfall halt hart die Werte, XMX-Werte, halt, damit da nichts Böses passiert. So, es gibt, aber das ist nicht alles, wie man halt out of memory gehen kann. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ganz kurz nur Native Memory oder auch Off-Heap Memory genannt, wird ganz gerne von Java NIU genutzt. Da zum Beispiel, um einen Byte-Buffer zum Beispiel zu nutzen. Oder nutzen. Dieser Speicher von diesem Dark-Byte-Buffer wird nicht im Heap gezogen, sondern Off-Heap gezogen, also direkt im Speicher alloziert. Hat den Vorteil, dass es dann natürlich schneller da ist, dann aber auch die GC nicht involviert. Ja, da muss man dann aufpassen. Das steht auch noch mal explizit in der Dokumentation, wenn man die mal liest. Das hat immer Vorteile, wenn man auch Dokumentation mal liest von solchen Implementierungen. Da steht explizit drin, das ist dann nicht Teil der GC, also wird nicht von der GC abgeräumt. Kann passieren, dass man dann dadurch halt der JVM einerseits Speicher wegfrisst. Es kann passieren halt, dass dem Container dadurch halt der Speicher ausgeht. Und dadurch halt das Ganze dann abgeräumt wird. Und ja, gesagt halt, kann man beschränken, ist aktuell beschränkt auf 2 GB pro Buffer, allein aber nur dadurch, dass das halt ein Int-Parameter ist und mit Int kann ich maximal 2 GB halt als Bytewert übergeben bei dem Konstruktor. So, man kann das aber auch halt weiter steuern. Defaultmäßig ist es der Wert insgesamt, was als XMX gesetzt ist, kann ich aber auch überschreiben. Man kann in Java auch mit Memory Mapped Files arbeiten. Das ist schön, das kann man gut nutzen, um so bestimmte Sachen performant zu gestalten. Muss man nur auch aufpassen, das nutzt die gleiche Mechanik darunter setzt. Das ist nämlich diese Unsafe
Methode in dem Paket Internal MISC Unsafe. Ich habe tatsächlich mal Code gesehen, was direkt auch diese Unsafe-Methode genutzt hat. Da steht halt in der Dokumentation drin, das sind Unsafe-Operationen. Also ein Tipp von mir, keine gute Idee, direkt diese Unsafe-Methode zu nutzen. Und wenn ihr halt mit Direct Buffern arbeitet oder Bibliotheken einsetzt, die Direct Buffer nutzen, achtet darauf, auf das Verhältnis von eurem Speicher, was der Heap zur Verfügung hat und was da noch an Luft da ist, weil es kann sonst passieren halt, dass euch da auch der Speicher ausgeht und dass dann die JVM bzw. der Container weggeschossen wird, weil dann wieder der Limit gerissen wurde. Ja, ihr solltet, eingangs vergessen zu sagen, ihr solltet eigentlich nie einen Container laufen lassen, ohne ein Memory-Gesetz, Limit-Gesetz zu haben. So, ganz kurzer Ausblick. Mit Java 16 gab es da eine Erweiterung, halt, die fließt jetzt in Java 17 rein, halt Projekt Panama. Da gibt es so ein JAP, nennt sich Foreign Memory API. Habe ich im Detail mir nicht angeschaut, soll einfachen Zugriff erlauben für uns Entwickler. Ne? Aber da auch da halt hat nichts mit der GC zu tun. Also die GC greift da nicht ein, kann gefährlich werden. So, gehen wir mal rein in den Speicher ganz kurz. CPU-Limits, was gibt es da? Da sind auch so ein paar Sachen zurückgekommen in Java 8 hinein, die damit zu tun haben, halt um im Container besser mit solchen Sachen umgehen zu können. Und das kann dann halt entsprechend Docker-CPU-Limits berücksichtigen, die über solche Parameter gesetzt wurden. Da gibt es eine Option, die defaultmäßig immer true ist. Quota for CPU-Count. Was aber ganz gut ist halt, also da kommen wir auch noch ein bisschen später dazu, wenn wir uns Kubernetes anschauen, ist halt auch, da hat der CFS was zu tun, der Completely Fair Scheduler zu tun. Und das, was eure JVM als Anzahl an Kernen sieht, entspricht nicht der eigentlichen Tatsache, weil dieser Wert dann berechnet wird. Und da macht es manchmal Sinn, halt zu sagen, wie viele Kerne hat denn jetzt oder stehen denn meine JVM tatsächlich zur Verfügung? Also ihr seht hier, mein defaultmäßig, das ist jetzt in einer Container, in einer VM mit vier Kernen, sagt ja, vier Kerne zur Verfügung. Ich kann dann sagen, halt beim Starten des Containers, du hast nur ein Kern zur Verfügung, dann sagt er, oh, die JVM auch, ich habe nur einen Kern zur Verfügung. Kann dann aber auch hingehen und sagen, halt mit diesen Shares arbeiten, 1024, ne, alles steht zur Verfügung. Kann, wenn ich ein bisschen runterschraube, dann plötzlich nur noch einen Kern. Die Berechnung ist ein bisschen komisch, kann man sich mal in der JDK-Dokumentation mal anschauen, macht nicht Spaß. Man kann mit Quota, CPU-Quota und CPU-Periods arbeiten, heißt letztendlich, insgesamt stehen zur Verfügung so und so viel Quota und davon darfst du halt so und so viel nutzen. Und hier habe ich beide Werte gleich, dann sagt er, okay, du hast einen Kern zur Verfügung. Wenn ich sage, aber insgesamt die Quota ist 150.000 und eine CPU-Period ist 50.000, heißt ne, 150.000 durch 50.000 gleich 3. Ne, sagt er, okay, ich habe so eine Äquivalente von 3 CPUs zur Verfügung. Muss man vorsichtig sein, da muss man sich auch ein bisschen mit dem Completely Fair Scheduler beschäftigt haben, wo halt
Docker oder Containerparameter auf CFS, auf den Kernel CFS gemappt werden. Letztendlich sorgt dieser CFS dafür, dass euer Prozess Zeitscheiben zur Verfügung gestellt bekommt. Nicht x Kerne, ne, dass der dann so und so viele Kerne zur Verfügung hat, sondern es sprechen dann eigentlich nur von Zeitscheiben letztendlich und dass das halt fair verteilt wird und man kann das halt ein bisschen beeinflussen. Ist eine Wissenschaft für sich. In der Dokumentation von CFS steht ganz ausführlich drin, wie bestimmte Werte bestimmt werden, welchen Einfluss sie auf welche Dinge haben. Man muss nur wissen, halt spielt eine Rolle bei der JVM und wenn ich den JVM-Container laufen lasse, halt wie eingangs schon gesagt, halt eure JVM, wenn ihr sie laufen lässt, im Container berechnet aufgrund des CFS, beziehungsweise wie der CFS konfiguriert ist für diesen Prozess, wie viele Kerne zur Verfügung stehen. Und das kann manchmal ins Auge gehen, insbesondere dann, wenn man sagt, okay, die JVM ist schlau genug, wird schon feststellen, halt, was richtig ist für sie selbst. Und wenn man da sich dann anschaut, halt Server Class Machine Detection sagt halt, sollte mehr als 2 GB zur Verfügung haben an Hauptspeicher und mehr als zwei größer gleich 2 CPU-Kerne. Und das kann dann ins Auge gehen, halt, dass auch selbst wenn man hingeht und sagt, das ist jetzt ein Server, also ich setze die Option Server, dass er dann sagt halt, ich nehme aber trotzdem die Serial GC, weil ich habe nur einen Kern zur Verfügung. Und dann wundert man sich, dass dann halt die GC sich ganz komisch verhält, beziehungsweise die Applikation irgendwie so lange GC-Pausen macht und solche Sachen. Deshalb mein Rat halt, natürlich vom Gesamtkontext ab, aber einerseits den Parameter Always Act as a Server Machine zu Class zu setzen und auch halt den Parameter Active Processor Count zu nehmen. Damit mit Hilfe dieses Active Processor Counts rechnet dann halt die JVM aus zur Laufzeit, Startlaufzeit, wie viele Threads für die GC gestellt werden und solche Sachen. Nicht übertreiben, dann ist das kontraproduktiv. Muss man dann immer für die eine Applikation, die man betreiben möchte, sich dann im Detail dann anschauen. So, dann kommen wir mal zum Kubernetes und zu meinem Link. Und da muss man halt sich auch anschauen erstmal, was gibt es da? Da gibt es den sogenannten Kubernetes Scheduler. Der Scheduler ist dafür zuständig, halt ja, Pods zu schedulen. Und der arbeitet auf Basis der Request-Werte, nicht auf der Basis der Limits, sondern der Requests. Und entscheidet dann halt, schaut, wo auf welchem Node noch Platz ist, dass dieser Request für einen Pod erfüllt werden kann oder nicht. Ne? Bedeutet halt, kann ein Request eines neu zu startenden Pods nicht befriedigt werden, wird dieser Pod nicht gestartet. Was dann aber auch passieren ist, dass dann halt dann geschiftet wird. Und da spielt diese Node Allocatable eine Rolle. Da sind die Node-Ressourcen spielen dann eine Rolle, die nicht überbucht werden können zurzeit. Sind das CPU, Memory und Ephemeral Storage. Und CPU und Memory spielen jetzt in unserem Kontext jetzt halt eine besondere Rolle. Natürlich auch Storage, aber keine JVM-Eigenheit. Und da muss man dann halt darauf achten, dass dann halt oder bedenken, dass wenn der Scheduler hingeht und sagt halt, ich möchte jetzt gerne einen neuen Pod starten, dass er dann halt umschiftet. Es kann passieren, dass der Kube-Scheduler sagt, hey, ich nehme jetzt hier Pod XY weg. Dann habe ich genug Platz auf diesem Node und starte dafür auf diesem Node halt
den neuen Pod und den anderen Pod schaue ich mal, ob ich das auf einem anderen Node gestartet bekomme. Und das hat ganz viel zu tun mit den Stichworten Priority und Preemption. Also ich kann Preemption, oder der Kube-Scheduler betreibt Preemption, geht hin und sagt, kann dann shiften auf Basis der Priorität, die einem Pod zugewiesen wurde. Dafür gibt es hier sogar diese Konfigurationsklasse Priority Class. Die kann dann entsprechend definiert werden. Und auch die Reihenfolge des Schedulings wird über diese Priorität oder Priority Class bestimmt bei Kubernetes. Das bedeutet, dass wenn mehrere Pods gleichzeitig gestartet werden möchten, dass zuerst der Pod mit der höchsten Priorität dann gestartet wird. Ne? Bedeutet halt, wenn nicht genug Platz ist auf einem Node, findet Preemption statt. Die niedrigst priorisierten Pods werden entfernt, in dem Fall dann, von Scheduler, damit der neue Pod dann genug Platz hat und werden dann gegebenenfalls auf einem anderen Node gestartet. Da spielen die Pod Disruption Budgets eine Rolle. Die werden unterstützt, aber nicht garantiert. Also wenn ihr so eine Disruption Budget drin stehen habt, dass ihr sagt halt, hey, ich möchte gerne 6 Instanzen Pods laufen haben, davon müssen mindestens 4 Stück aber am Laufen sein, wird das dann nicht garantiert. Da spielt halt die Priorität mit rein. Na, es kann dann passieren, dass ihr sozusagen euer Budget dann unterschreitet. QoS, Quality of Service, spielt bei Preemption keine Rolle. Das spielt woanders eine Rolle, und zwar bei Node Pressure Eviction bei Kubernetes. Und die schlägt dann zu, wenn das Kubelet feststellt, dem Node geht jetzt Speicher oder irgendeine Ressource aus. Und das Kubelet probiert, vor dem Kernel aktiv zu werden, damit das Kernel ihm nicht dazwischen spuckt. Ne? Und probiert da schon aktiv was zu machen, präemptiv was sozusagen zu machen. Pressure Eviction, also dem Druck ausweichen. Und da gibt es 3 Quality of Service Classes. Einmal garantiert, wo CPU, Memory, Request und Limit, also diese Werte alle gleich sind. Dann gibt es Burst Table, ist nicht garantiert, haben aber CPU, Memory, Request gesetzt, vielleicht auch Limit. Und Best Effort ist keine Ressourcenangaben. Ne? Also kein Limit gesetzt. Und die haben halt eine Reihenfolge bei dieser Pressure Eviction. Die Opfer werden halt auf Basis der Priorität und der Quality of Service ausgesucht. Ne? Das bedeutet, zuerst werden die gekillt, die Best Effort sind. Dann kommen die dran, die Burst Table sind. Und wo der Usage schon über dem Request ist. Und dann kommen erst die dran, die guaranteed sind und Burst Table, aber wo der Request Level nicht erreicht wird. Also nicht Limit, sondern Request. Und dann spielt dort auch noch die Priorität statt, wenn halt in einer Klasse sozusagen auch noch unterschieden werden muss. Halt, sind jetzt alle garantiert, welche kill ich dann? Dann werden die zuerst gekillt, die niedrigere Priorität haben. Ne? So, ganz wichtig, merken, Preemption ist nicht Pressure Eviction, funktionieren unterschiedlich. Ne? Preemption kommt zum Zuge, wenn Pods neu gestartet werden. Eviction kommt zum Tragen, wenn ein Knoten halt der Speicherplatz ausgeht. Um das alles noch mal ein bisschen kompliziert zu machen, Quality of Service und OOM Manager spielen dann auch noch mal eine Rolle, beziehungsweise das Kubernetes geht hin, beziehungsweise das Kubelet, und setzt auf Basis der QoS, also je nachdem, wie ihr Speicher und CPU Limits und Requests setzt es halt
ein Parameter, und zwar den Parameter, den wir schon anfangs gesehen haben, diesen OOM Score Adjust. Garantierte bekommen den Wert von minus 9.997. Das ist knapp oberhalb der Prozesse, die kernelrelevant sind. Ne? Best Effort, das sind die, ist die andere Seite sozusagen, die kriegen einen Wert von 1000. Ne? Die können dann halt, sind somit die ersten Kandidaten, die dann halt beim OOM-Manager sozusagen Kandidaten sind. Und bei den Burst Tables wird das dann ausgerechnet. Gibt so eine kleine Formel dazu. Dieser Wert kann aber maximalst 999 werden. Also der kleinere Wert von den beiden wird dann genommen. Also knapp unter Best Effort dann maximal. Sorgt dann dafür halt die Differenzierung Guaranteed Best Effort Burst Table. Und es kommt trotzdem halt vor, wenn so ein System mal Amok läuft, halt, wenn das Kubelet nicht schnell genug reagieren kann, aus welchen Gründen auch immer, wenn irgendein Prozess auf so einem System Amok läuft und der OM-Manager mit seinem Killer vor der Node-Eviction zuschlägt, dann halt sind diese Parameter gesetzt. Die muss man beachten. Auch ganz kurz noch halt bei den CPU-Shares bei Kubernetes. CPU und Kubernetes, halt da ist es so, dass die Requests, CPU-Requests, übersetzt werden halt in CPU-Share und CPU-Limit wird in CPU-Period und CPU-Quota-Parameter umgerechnet. Das heißt, halt, wenn ihr so etwas seht, heißt das nicht, dass ihr ein Limit von zwei Kernen habt, sondern ihr habt nur die Rechenzeit auf dem Gesamtsystem, was in ungefähr dem von zwei Kernen gleich käme. Aber ihr habt nicht zwei Kerne zur Verfügung. Ne? Nur die Rechenzeit. Ihr könnt nur so viel Rechenzeit verbraten. Ganz wichtig halt, wenn ihr eine JVM dort betreibt, die JVM kann sein, dass die JVM dann nicht sieht, dass sie tatsächlich so die Äquivalente von zwei Kernen dann hat. Ich glaube, ich hatte ja die Code aus der JDK euch mal da verlinkt, gerade eben. Könnt ihr mal reinschauen, dass es halt eigentlich eine triviale Berechnung ist, nicht ganz so schön, aber muss man drauf aufpassen. Was gibt es sonst noch? Wollte ich einfach euch nur mitgeben, wenn ihr halt so die Startup-Zeiten beschleunigen möchtet. Letzte Folie nur halt AppCDS, schaut euch das mal an. Da könnt ihr halt dafür sorgen, dass bestimmte Sachen schon vorbereitet, neben eurer Applikation, eurer Jar zum Beispiel im Container mitliegen. Kann dafür sorgen, dass gerade bei großen Applikationen mit vielen Klassen das Laden, das Starten wesentlich schneller läuft. Ihr könnt hingehen, statt dem Just-in-Time, dem Hotspot-Compiler hingeht und Heat-of-Time-Compiler nutzt, erzeugt eine Shared Library. Die Startup-Zeit ist dann halt signifikant schneller, kommt dem so ein bisschen so nahe, so Richtung Native. Aber zur Laufzeit findet dann keine Optimierung durch Hotspot statt. Also ist es ja schon alles fertig kompiliert. Also diese Server-Class-Optimization von Hotspot findet dann nicht mehr statt. Wenn man zum Beispiel Serverless-Applikationen hat, die schnell rauffahren sollen und schnell wieder runterfallen können, nur auf Spitzen reagieren müssen, zum Beispiel wäre das eine Geschichte, die ganz interessant ist. Zu guter Letzt, das ist ja so die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, GraalVM. Mit Native Images ist ganz interessante Sache. Spring unterstützt das inzwischen auch in Art Beta, halt ist, soweit ich weiß, noch Beta-Phase. Spring Native haben die ein Projekt dafür. Micronaut oder Quarkus, diese Mikro-Frameworks, nutzen das auch. Aber das ist halt, ja, muss man schauen, wie sich die Zeit weiterentwickelt dort, wie sich die Frameworks dort weiterentwickeln. Das ist zumindest ausblickstechnisch ganz interessant.
schwenken wir jetzt um auf die Frage-Antwort-Runde. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Besucht mal unsere Homepage. Ich suche immer nette Kollegen und Kolleginnen, die gerade in diesem Kontext gerne mal mit mir unterwegs sein möchten. Bedanke mich. Ali Cem, vielen Dank. Das war echt ein Deep Dive in Docker, Kubernetes, Java. Das hat angefangen, wo ich dachte, ich komme mit, und dann irgendwann bin ich doch leicht ausgestiegen, denke ich. Und du musst vielleicht nochmal auf jeden Fall die Folien anschauen. Aber super interessant dafür. Da. Ja, danke. Was mir eingefallen ist, ist, dass ich noch weiß, dass wir bei unseren eigenen Deployments am Anfang mit Kubernetes, wo wir zum ersten Mal Java auf Kubernetes deployed haben, tatsächlich massiv Probleme hatten mit allen möglichen Limits, mit CPUs. Wir haben quasi Executive Services gehabt, die blockiert wurden, weil irgendwo defaultmäßig ein CPU oder so oder vielleicht auch nur die Rechenzeit eines CPUs des JVM zugeordnet wurde. Und wir haben auch andere Issues gehabt und haben das dann über die Zeit so ein bisschen hingefrickelt und getan. Aber ich glaube, noch so ein ganzes vollständiges Verständnis dafür haben wir uns noch nicht entwickelt. Was würden Sie da empfehlen? Also was würdest du empfehlen, wenn jemand eine Java-Anwendung auf Kubernetes zum Beispiel deployen möchte? Soll man quasi alles das, was du erzählt hast, verstehen? Kann man irgendwo anfangen und sagen, da erstmal mit anfangen und dann weiter tweaken? Oder was ist so die Empfehlung? Ja, das wäre letztendlich so der Ansatz. Man lernt erstmal aus eigenen Fehlern, also das auch nicht geschenkt bekommen, sondern wir haben die gleichen Erfahrungen dann gemacht. Also ich bin schon relativ lange unterwegs und das war so die Pionier- und Aufbruchzeit, würde ich sie nennen. Da sind auch ganz, ganz viele Dinge passiert, die ganz komisch waren, auch in offiziellen Images. Da habe ich dann ganz schnell gelernt, wenn du so etwas zum Beispiel produktiv betreiben möchtest, was heißt hier möchtest, du musst betreiben, produktiv betreiben, hast keine andere Chance, das Projekt voranzubringen. Da ist man dann ganz schnell hingegangen und musste dann halt auch entsprechend die Zeit rein investieren, um solche Sachen dann sich zu erarbeiten. Man kann dann natürlich jetzt hingehen, meine Folien zum Beispiel nehmen, das wäre der erste Ansatzpunkt. Das kratzt auch nur ja, ansatzweise die Dinge an, die man machen kann. Das sind so wichtige Entry Points, würde ich sie nennen. Es gibt da sicherlich noch viel, viel mehr. Auch vieles, was ich selber noch nicht kenne. Da schließe ich nicht aus, dass ich da einiges übersehe. Ich hatte gerade auch gesehen, da hat der ein Dimitri geschrieben. Vielen Dank für den Hinweis, Dimitri. Dass diese JAOTC, also dieser Precompiler in der 17er Version jetzt rausgeflogen ist, das ist für mich neu. Ansonsten gibt es halt vieles, was man da beachten muss. Und was ich persönlich auch immer mitgebe, ist, man sollte sich schon anschauen, welches Image man dann nimmt. Ich bin irgendwann mal hingegangen und habe gesagt, so, ich baue meine Basis-Images mit der JDK bzw. der JRE selber zusammen. Der Falk hat ja schon erzählt in seinem Vortrag heute, was es so für Neuerungen gibt, hatte auch diese Modularisierung angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, was man auch zum Beispiel gezielt einsetzen kann, um seine Images noch kleiner zu machen. Man muss nur aufpassen, zum Beispiel, wenn man Alpine-basierte Basis-Images nimmt oder diese baut, die nutzen nicht die glibc, die nutzen Muse als Bibliothek, aber die läuft anders, da gibt es halt nicht so viel Erfahrungswerte, auch der Community nicht. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb hat viel mit Probieren, Testen, viel Lasttests, viel Stabilitätstests dann zu tun. Ich glaube, was auf jeden Fall zeigt, auch dein Vortrag, und ich glaube, meine beschränkte Erfahrung ist, dass man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen muss, weil da so viele Parameter, also Ebenen miteinander quasi interagieren. Man hat die Java-Speicherverwaltung mit den Limits, du hast auch darüber gesprochen, wie da
dann noch mit auf native Ebene mit glibc quasi Speicher allokiert wird oder zumindest reserviert wird, irgendwann allokiert. Das interagiert noch mit dem ganzen Memory Mapped.io und diese ganze Stufe dann noch Docker, Kubernetes, das macht dann natürlich noch komplexer in den ganzen Stack. Ja, der Daniel Dittmar hatte noch eine Diskussion gestartet, da hast du auch schon geantwortet in dem Chat über dieses reservierte Speicher. Das war mir auch noch nicht ganz klar, vielleicht habe ich noch was übersehen in den Talk. Wie war das mit den Threads? Also ich habe so verstanden, dass wenn man Malloc benutzt, dass der immer in 64 Megabyte Arenas quasi Blöcke reserviert oder allokiert? Oder? Die werden, also ich erstmal vorweg, ich bin jetzt kein Linux-Kernel und glibc-Experte. Alles klar. Deshalb halt, habt Nachsicht, falls ich jetzt Mist erzählen sollte, aber das ist erstmal mein Verständnis davon. Und zwar, dass dann durch diese Methoden Speicher erstmal reserviert wird. Ne? Also es wird Speicher reserviert, wo ein Prozess sagt, hey, es könnte sein, dass ich mir diesen Speicher tatsächlich auch schnappen werde. Und das ist, das sieht man dann insbesondere bei der JVM, dass dann halt das spielt dann auch in diesem virtuellen Speicher mit hinein. Und zum Beispiel, wenn man HDoc macht, dann sieht man eine Spalte virtuell und reserved. Ja. Da gibt es diese zwei Spalten, die hängen halt miteinander zusammen. Und das ist halt so lange nicht so schlimm, bis diese Methode malloc all aufgerufen wird, wo der Bibliothek gesagt wird, so, jetzt holst du wirklich, jetzt allozierst du wirklich diesen Speicher. Also ich setze meine Reservierung um, ich bezahle meine Flugbuchung sozusagen. Und dann schlägt es dann zu. Und ich bin das erste Mal über dieses Problem gestolpert, als wir in Performance-Probleme reingelaufen sind und unsere Container abgeschossen wurden in einer Kafka Streams-Applikation. Und wo ich dann halt tiefer reingegangen bin und dann festgestellt habe, okay, es ist nicht nur Kafka Streams, was da eine Rolle spielt mit ihrer RocksDB, sondern auch zum Beispiel die JVM selbst. Und dass da einiges passieren kann, je mehr man CPU hat, also das war so komisch für die Leute auch halt. Sie hatten Großmaschinen mit vielen CPUs und die Prozesse verhielten sich vom Speicher dann. Je mehr CPU zur Verfügung stand, umso komischer verhielten sie. Und das war ein bisschen so kontraproduktiv, dann den Maschinen mehr CPU zu geben. Und gab es auch ganz, ganz lange Diskussionen, auch dieser eine Link auf GitHub bei der RocksDB, das ist ganz interessant, weil dort halt sich auch die Entwickler teilweise einbringen, aber auch bei diesem Bug-Eintrag bei OpenJDK, das ist ganz halt interessant, wie dieser Reifeprozess, weil da sieht man dann auch, dass so bestimmte Sachen dann auch für die Entwickler dann auch teilweise dann überraschend waren, wie sich das halt in so einem containerisierten Umfeld dann bewegt. Das ist auch sicherlich auch der Hintergrund, dass das dann doch ein bisschen gedauert hat, bis das in unsere Wahrnehmung reingerückt ist als Entwickler. Ne? Weil wir als Java-Entwickler sind ja in eine Welt reingerutscht, die für uns recht neu ist. Einerseits für Entwickler aus zum Beispiel JDK-Entwickler ist das ja auch Neuland gewesen. Ja. Und langsam, so die letzten zwei Jahre, fügen sich sozusagen die Streams zusammen, dass so die Dinge dann auch zusammenpassen. Den Eindruck habe ich auch. Ja, das fühlt sich für mich auch so an. Das war vor ein paar Jahren noch viel rockier und noch viel gefährlicher, den Eindruck, oder ungewisser und so. Und das wird tatsächlich besser jetzt über die Zeit. Und du erwähnst da so einen Effekt mit ganz vielen CPUs auf Kubernetes. Wir hatten auch bei uns in den Deployments hatten wir irgendwelche Build-Systeme, die dann auf einen 72-Kern-Server gelaufen sind, wo dann keine Limits gesetzt waren und wo dann auch ganz komische Effekte waren und so. Und dieser typische Hardtop-Vergleich mit den Memory, wie viel habe ich jetzt tatsächlich belegt? Also das sind all diese Effekte, die man so kennt halt von solchen Deployments. Cool. Wir hatten noch eine Frage von den Dimitri auch in den Q&A, die habe ich mir aufgeschrieben. Der Dimitri Chuiko fragt,
Wo schreibt man, das ist ja ein bisschen vielleicht off topic, aber vielleicht hast du dazu auch eine Meinung oder eine Idee. Wo schreibt man so typischerweise oder schreibst du typischerweise die JVM-Blocks hin in deine Container? Oder was ist eine gute Stelle, vermute ich mal, um das hinzuschreiben? Idealerweise schreibt man die auch mit in Standard Out raus, dass die halt entweder so, dass die dann erfasst werden können. In so einem Kubernetes-Umfeld würde ich dazu tendieren, aber halt dafür zu sorgen, dass diese Metriken dann exponiert werden, exportiert werden, dass dann so etwas wie ein Loki oder Prometheus an diese Daten dann drankommt, dass man vielleicht gar nicht mal so wie früher in die Logs reinschauen muss, sondern das schön schon visualisiert angezeigt bekommen. Das gibt dann schon relativ viele Hinweise. Ansonsten, ja, dann in die in Standard Out rausschreiben, weil Container ist flüchtig. Klar kannst du dann hingehen und Volume Persistent Storage dranhängen. Ja. Aber dann lieber in Standard Out rausschreiben, dass es dann zumindest von einem Elk oder irgendeinem Log-Sammler dann aufgesammelt werden kann, um diese dann halt auch auswerten zu können. Ja, aber wenn es dann schon soweit ist, ist es dann schon meistens ganz, ganz böse. Besser vorher schon feststellen, wenn man lokal entwickelt. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, halt auch lokal auf meinem Rechner dann mindestens Minikube zu haben, wo ich zum Beispiel die Helm-Deployments dann nachstellen kann, die später dann auch in der richtigen produktiven Umgebung dann stattfinden werden. Das ist auch eine gute Idee. Ist das einigermaßen vergleichbar dann? Kann man da die gleichen Effekte dann auch beobachten? Es ist halbwegs vergleichbar, klar, hängt natürlich auch mit Architektur zusammen, die man dann fährt. Und auf meinem Rechner lokal habe ich dann natürlich nicht so viele Ressourcen zur Verfügung, vielleicht wie in einem großen GKE-Cluster. Aber man kann halt, wenn man Kompromisse schließt, kann man dann schon Vergleichbarkeit erzielen und zumindest bestimmte Effekte wahrnehmen. Und dann sollte man auch frühzeitig auf solche, wenn man solche Effekte beobachtet, wie ich habe komische Garbage Collection Pausen, meine Applikation stockt und so, das nicht auf die lange Bank schieben, sondern so früh wie möglich schon analysieren, weil dann ist noch Zeit während der Entwicklung, dass man halt da Vorkehrungen treffen kann und dann sein Deployment zum Beispiel etwas ändern kann oder an der JVM-Konfiguration. Also ich könnte tagelang über Garbage Collections erzählen. Und wir haben ja heute gelernt, mit der Version 17 kommen ja schon wieder neue dazu. Ja. Und die Bandbreite wird noch größer und noch mehr Schrauben, die man verdrehen kann, sage ich mal. Das glaube ich. Ich habe schon ein bisschen Angst dafür. Wir hatten lange den Concurrent Market Sweep in Einsatz, das Algorithmus. Wir sind jetzt gezwungen, auch auf den G1 zu wechseln. Habe noch keine große, viele Erfahrungen. Praktischen Erfahrungen und Diplomate werden sehen, wie sich das jetzt verhält. Aber dann würde ich vorschlagen, dann kommst du nächstes Jahr nochmal zurück, um vielleicht über Garbage Collection uns nochmal in Detail zu erklären. Das ist doch eine Idee, wenn Interesse besteht, halte ich gerne mal einen Vortrag dazu. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Über die Leinen des jungen Halils mit den Garbage Collector. Perfekt. Dann machen wir das so. Halil Cem, vielen Dank heute für die Präsentation, für den Talk. War sehr interessant und ich wünsche dir noch viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns dann auch bald oder nächstes Jahr spätestens wieder. Ich bedanke mich, Boris. Jupp. Ciao. Dem Auditorium. Tschüss.